Workshop 1. Workshop 1. Bist du, Arndt? Da bist du, Ruhrgebiet. Ist aus? Ja, Workshop 1. Vom Ruhrgebiet lernen. Strukturwandel. Wir haben, finde ich, eine ziemlich emotionale Diskussion geführt. Das war aber auch zu erwarten, weil das ja doch eine der ersten öffentlichen Panels und Diskussionen ist nach der Klimakommission. Wir haben daher, glaube ich, das Thema nicht komplett gelöst. Das war auch nicht zu erwarten. Wir haben aber mal versucht, es so ein bisschen aufzuteilen, nicht ganz so stringent wie im letzten Workshop hier zwischen Handlungsoptionen, Herausforderungen und politischen Fragen. Aber ich will mal sagen, es gab ein paar Themen, die wir unisono als wichtig erkannt haben, um im Ruhrgebiet noch ein Stück weiter nach vorne zu kommen. Weil wir waren uns einig, dass der Strukturwandel zwar gestartet ist, der Strukturwandel gestartet ist, dass wir aber noch nicht fertig damit sind im Ruhrgebiet. Was wichtig ist, ist, was ein ganz spannender Punkt ist, Flächenverbrauch. Wie gehen wir damit um, wenn die Industrie weggeht aus dem Ruhrgebiet und auch im Rahmen des Strukturwandels ein Stück weit sich wegsiedelt? Nutzen wir die Flächen? Schaffen wir da mehr Flexibilität im Baurecht, als wir das bisher haben? Oder sind das eben Flächen, die automatisch dem Naturschutz entgegenfallen oder anderen Nutzungen? Sicherlich ein Punkt, der noch kontrovers zu diskutieren ist zwischen den verschiedenen Seiten im weiteren Verlauf. Natürlich ein klassisches Thema im Ruhrgebiet. Viele Städte, die große Bürgermeister haben und ein großes Selbstbewusstsein, würden sich leichter tun, würden sie manchmal ein Stück weit mehr zusammenarbeiten. Einen spannenden Ansatz dabei fand ich das Thema Gewerbesteuerpool, das aufgekommen ist, das aus Herten nochmal gespiegelt worden ist. Sicherlich eine Möglichkeit von verschiedenen, um stärker noch zusammenzuarbeiten, aber Kooperation an sich ist sicherlich eine Lösung, die auch im Ruhrgebiet noch ein bisschen stärker getragen werden muss. Arbeit und Wohnen miteinander verbinden ist so ein bisschen eine sozialpolitische Thematik. Sicherlich ist die Struktur des Ruhrgebiets verändert. Schon Schluss machen? Nein, 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Arbeit und Wohnen miteinander verbinden, also schlagwortartig. Die Arbeit und das Wohnen muss wieder wie früher zusammengeführt werden, nicht die Leute aus dem Ruhrgebiet raus. IT-Versorgung und das Thema Photovoltaik. Sicherlich eins, was gekommen ist, was total viel Potenzial hat, schon allein aufgrund der Besiedlungsdichte im Ruhrgebiet und eigentlich alle Beteiligten als unterrepräsentiert gesehen haben. Fernwärme ist ein Riesenthema, Kohleumrüstbonus, also wie gehen wir mit den Steinkohlestandorten um, die dort sind, ist sicher kein Geheimnis, dass das ein zentraler Punkt fürs Ruhrgebiet ist. Vielen Dank. Wir haben uns im Panel mit der energieintensiven Industrie beschäftigt und es ging primär um die Frage, welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der Kohlekommission für die energieintensive Industrie und in diesem Zusammenhang dann auch die Frage, die grundsätzliche Frage, inwieweit soll energieintensive Industrieproduktion in Deutschland erhalten bleiben. Im Panel vertreten waren etwa 50.000 Arbeitnehmer, insbesondere in der chemischen Industrie, in der Werkstoffindustrie, in der Kunststoffindustrie. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat sich mit dem Thema beschäftigt und hat das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität Köln mit einer Studie zur Strompreisentwicklung auf Basis der Ergebnisse der Kohlekommission beauftragt. Die Ergebnisse der Kohlekommission, also der Kohleausstieg, wird den Strompreis nach den im Moment vorliegenden Berechnungen des Energiewirtschaftlichen Instituts um etwa 3,30 Euro pro Megawattstunde, das sind 0,33 Cent pro Kilowattstunde, steigen lassen. 0,33 Cent, so ein Kommentar im Panel, sind Peanuts, aber diese Peanuts machen für einen auf dem Podium vertretenen kunststoffverarbeitenden Betrieb 10 Millionen Euro im Jahr aus. 10 Millionen Euro im Jahr sind dann keine Peanuts mehr, ist relativ einfach zu rechnen. Das sind 100 Arbeitsplätze, die ich dagegen stelle,
dann muss man überlegen, und es geht gar nicht um die Frage der Anstieg der Kohlekommission, das ist gar nicht das Hauptproblem, sondern es geht um die Frage der Strompreise, der Energiepreise in Deutschland überhaupt im weltweiten Vergleich. Vor diesem Hintergrund ist ein Ergebnis des Panels, dass wir wahrscheinlich, wenn wir die energieintensive Industrie in unserem Land halten wollen, weiterhin vielfältige Ausnahmeregelungen, nicht nur im Bereich CO2, sondern voraussichtlich auch im Bereich EEG und weiteres brauchen. Auch bei den Stromnetzentgelten werden Ausnahmen benötigt. Ansonsten wird die Industrie nicht mehr konkurrenzfähig sein. Um das deutlich zu machen, in den USA wird einem Chemieunternehmen im Moment ein Strompreis angeboten von 1,7 Cent pro Kilowattstunde. Der vergleichbare Preis in Deutschland liegt etwa 100-200% höher, je nach Standort und Netzgebühren. Zum Abschluss wurde sehr deutlich, und das, glaube ich, müssen wir hier auch nochmal ansprechen, dass wir weiterhin ein großes Misstrauen in der Debatte haben. Es war ein Panel, das am Anfang durchaus zeigte, dass insbesondere im Bereich von Bürgerinitiativen ein ganz großes Misstrauen schon gegenüber Studienergebnissen waren. Es ging also um die Frage, welche Parameter haben Sie vorausgesetzt? Und jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass wir extreme Spannbreiten haben. Die Studie war vom Ansatz oder ist vom Ansatz her, sie wird hoffentlich veröffentlicht von der Landesregierung, wird dann aber mit Sicherheit noch Wochen und Monate dauern. Das, was wir heute gesehen haben, ist noch überhaupt nicht öffentlich in irgendeiner Weise. Es war sozusagen exklusive Vorausschau, deswegen hatten wir auch keine Videoaufzeichnung des Panels. Konservativ in den Ansätzen, aber wurde selbst in seinen konservativen, das heißt sehr zurückhaltenden Ansätzen, komplett in Frage gestellt. Am Ende des Tages sind es natürlich Unternehmensentscheidungen, aber der Rat aus unserem Panel ist zum einen den Diskurs fortsetzen und ihn nicht in eine breite Auseinandersetzung gehen zu lassen, sondern die Diskussion fortsetzen. Aber ich glaube auch relativ klar, die energieintensive Industrie, wie auch viele andere Gruppen, werden Ausnahmen brauchen oder wir brauchen am Ende des Tages ein Level Playing Field, sprich eine gleichmäßige CO2-Steuer oder ähnliches, Aussage eines Vertreters eines Chemieunternehmens. Es ist uns völlig egal und mir völlig recht, wenn wir einen CO2-Preis von 1.000 Euro die Tonne haben, solange wir den weltweit haben. Besten Dank. Dankeschön. Ja, ich kann Ihnen kurz berichten aus dem Workshop, der sich mit dem Rheinischen Revier befasst hat, Potenziale und Arbeit. Wenn ich mit dem Schluss anfange, die Workshop-Teilnehmer haben auf den Strukturwandel im Rheinischen Revier, glaube ich, erheblich optimistischer geschaut als zuvor der Workshop im Ruhrgebiet. Was die konkrete Umsetzung angeht, da standen die Fragen im Raum, die wir, glaube ich, alle zum jetzigen Zeitpunkt haben. Wir sind ja im Moment in so einem Zwischenbereich. Man weiß noch nicht genau, was die Politik in Berlin tatsächlich beschließen wird. Wir kennen ja nur die Empfehlungen der Kommission zum jetzigen Zeitpunkt. Aber klar ist, es wird um die Frage gehen, wie viele Mittel stehen denn zur Verfügung? Wie werden diese Mittel am Ende des Tages verteilt? Welche Institution wird das sein? Und eine längere Diskussion entspann sich an der Frage der Nachhaltigkeitskriterien, der Nachhaltigkeitsanforderungen, die an diese Kriterien geknüpft sind. Es gab eine längere Debatte zur Frage Beteiligung. Es ist ja immer so ein bisschen das Beispiel It's OWL im Raum, wenn es um gute Regionalentwicklung geht. It's OWL ist jetzt, oder OWL ist ein Beispiel, wo es ja gerade keine Bürgerbeteiligung gibt. Also was ja von der Anlage her dieses ganzen Projektes schon ausgeschlossen war. Insofern gibt es da, glaube ich, auch noch ein bisschen Sortierungsbedarf. Ganz klar angemeldet wurde auch der Bedarf der Zivilgesellschaft, dass der Strukturwandel im Rheinischen Revier kein Elitenprojekt sein darf. Wir haben kurz gesprochen über das Thema Flächen, dass die Verteilung von Flächen, die Kriterien, die hier angelegt werden, sich eben auch an den SDGs orientieren müssen, dass die Zielsetzung, was denn da angesiedelt wird, jetzt nicht zurückfallen darf, sozusagen in eine alte Logik, Hauptsache man kriegt die Fläche voll, sondern dass das passen muss in das Leitbild
einer nachhaltigen Modellregion und auch dieses Leitbild gilt es noch einmal zu schärfen. Der Aspekt Arbeit ist insofern auch noch mal zur Sprache gekommen, als im Moment noch nicht so richtig klar ist, wo denn eigentlich die Ersatzarbeitsplätze für die Betroffenen aus der Braunkohle herkommen sollen. Dass es neue Arbeitsplätze im Revier geben wird, war gar nicht mal so sehr der Streitpunkt. Und da würde ich jetzt von meiner Seite aus, wo ist die Frau, die hier was zu sagen hat, würde ich jetzt erstmal einen Punkt machen, weil das einfach eine Debatte ist, die natürlich in keiner Weise abgeschlossen ist, sondern die jetzt lebt. Wenn ich da nochmal ein Fazit für mich drunter ziehe, es war, glaube ich, von allen Beteiligten, die sich an der Diskussion aktiv beteiligt haben, erkennbar, dass man hier gemeinsam für die Region das Beste will. Dankeschön. Ja, und wie das immer so ist bei solchen Diskussionen, die Wärme kommt zum Schluss. Wir hatten heute ein Panel, da ging es im ersten Referat darum zu zeigen, was sind eigentlich für Geothermie-Potenziale, insbesondere in der tiefen Geothermie, für die Versorgung von Fernwärmenetzen. Da hat es in den letzten 5 Jahren nochmal eine strukturierte Betrachtung des Untergrundes gegeben. Überraschend, dass NRW seinen Untergrund gar nicht so gut kennt, wie sie eigentlich dachten. Da wurden nochmal neue Potenzialerhebungen erhoben und so konnte man halt feststellen, es gibt da durchaus mehr Potenzial, als bisher gesehen wurde. Der zweite Impuls kam aus der Richtung Fernwärme. Insbesondere wurde hier thematisiert die Fragestellung, wie können wir eigentlich steinkohlebefeuerte Fernwärmesysteme zukunftsfähig substituieren. Also nicht die Fernwärmenetze substituieren, sondern mit welchen Wärmequellen kann man das eigentlich betreiben. Und so kamen wir im Prinzip bei den Handlungsoptionen sehr schnell dazu, wir brauchen eine Diversifizierung. Diese Diversifizierung hat, wie das immer so ist, wenn ich was Neues ausprobiere, unterschiedliche Hemmschwellen. Eine davon ist die Frage, was kostet es? Das nächste ist die Frage, wer hat eigentlich die Expertise? Wer hat eigentlich ein Interesse daran? Wie können diejenigen zusammenkommen, die Wärme produzieren und die Wärme brauchen? All diese Fragestellungen wurden da sehr schnell auf den Tisch gebracht. Und wir haben hier so ein paar Konflikte identifiziert. Also die sind naturgegeben technischer Art, die sind natürlich auch ökonomischer Art, aber sie sind auch in der Fragestellung, ne? Was kostet das, wie lange dauert das und wo kann ich das eigentlich hinmachen? Weil wir sind hier einfach in sehr verdichteten Räumen, das hat spezifische Herausforderungen. Ich fand aber, dass das Panel sehr lösungsorientiert war, dass wir sehr schnell gemerkt haben, es gibt da viele Leute, die sehr viel Lust dazu haben, sich diesen komplexen Fragestellungen auch, ja, sich mit diesen auseinanderzusetzen und auch zu überlegen, in welchen Kooperationsformen, die wir bis jetzt vielleicht nicht gedacht haben, müssen wir denn zukünftig denken, damit wir, und deshalb habe ich einen sehr schönen Begriff, den ich heute mitgenommen habe, eine Enkelfähigkeit herstellen können. Also, dass wir wirklich heute die Infrastrukturentscheidungen treffen, um morgen und übermorgen ein System zu haben, was stabil ist und gleichzeitig nachhaltig im Sinne der politisch induzierten Ziele, die ja auch völkerrechtlich verankert sind. Und ja, so kommt man natürlich, wie man immer so kommt, an die Frage des politischen Rahmens. Und ich habe jetzt hier, das wurde immer mal wieder implizit gesagt, aber nie explizit. Deswegen habe ich jetzt mal den rosa Elefanten noch mal kurz mitgebracht als Abschluss aus dem Wärmepanel sozusagen die Frage, wie kriegen wir eigentlich ein Preissignal, was die politischen Entscheidungen flankiert, so hin, dass die politisch notwendigen oder dass die klimaschutznotwendigen Technologien eigentlich in den Markt kommen. Und deswegen jetzt der rosa Elefant. Weil da gleich Lösung und Herausforderung ist. Ne? Also wie kann eigentlich dieses Thema adressiert werden? Ich glaube, das ist zum Beispiel ein so ein Indiz gewesen, hier müssen wir nochmal überlegen, haben wir eigentlich einen regulatorischen Rahmen, der die wirklich notwendige Wärmewende planungssicher für diejenigen, die sie umsetzen müssen, ermöglicht.